Hallo und herzlich willkommen bei Inkas on Tour, ein neues Video, unser drittes und unser letztes Video für dieses Mal auf unsere Tour durch Slowenien und durch Kroatien. Drei schöne Plätze gehabt, der letzte Platz stelle ich euch gleich vor. Der ist in Savudrija, wenn ich das richtig jetzt ausgesprochen habe, und heißt Camp Lighthouse. Liegt ungefähr 6-7 Kilometer von Umag entfernt, etwas nördlicher. Wenn ihr das sucht auf der Landkarte, kommt ihr bestimmt da dran. So, zuerst jetzt unser Intro und dann geht's los. Hier die Straße, wo wir die Zufahrt genommen haben zum Campingplatz. Am Ende der Straße ist ein Rondell und da ist auch nochmal ein Campingplatz. Und wenn das richtig ist, informiert bin, gehört dieser Platz dabei. Der ist aber seit Montag ist der leer. Ein Riesenplatz. Und ich habe mich eigentlich ein bisschen erschrocken. Montagmorgen auf einmal war alles weg. Der Grund, dass ich hier jetzt stehe und nicht direkt am Campingplatz, das ist hier das Eisbütchen. Hat auch seit Montag jetzt geschlossen, aber so ein leckeres Eis, da waren wir auch jeden Tag, glaube ich, drin, wie die geöffnet hatte. Und hier, warum das hier so schön ist, direkt am Leuchtturm, direkt an der Adria, direkt am Meer und dann gehen wir etwas weiter. Ihr seht das Meer im Hintergrund wahrscheinlich. Und an der rechten Seite nähern wir uns dann den Campingplatz. Bis zum Campingplatz, wie wir da fahren haben. Also unheimlich sauber, ziemlich neu. Wenn wir richtig informiert sind, seit 2019 neu eröffnet. Haben 32 Plätze, davon haben sie zwei Luxusplätze. Die sind etwas größer ausgestattet, aber nicht anders wie all die anderen Plätze auch. Überall ist nämlich Strom und Wasser vorhanden, auf alle Plätze. Und hier dann die Zufahrt und an der rechten Seite die Rezeption oder auch Informationen, weil sie sind hier unheimlich gastfreundlich. Man kann hier Eis essen, man kann hier was zu trinken nehmen und alles gegen ganz normale Preise. Also 1,60 für eine Flasche gekühlte Cola, kann man nicht so sagen. Schranke geht offen. Man kriegt hier so eine Karte, die zeige ich euch nachher bei der Dusche nochmal. Und dann kann man hier schön den Platz rauffahren. Alles geschottert, auch die Plätze. Hier vorne sind, wenn ich es richtig habe, die Standardplätze. Und wenn man dann die Kurve rumfährt an der linken Seite, da sind dann auch die größeren Plätze, die Premiumplätze. Drehen uns hier mal hin. Und dann da hinten, es ist dann Sanitär und Entsorgung. Und da zeige ich euch jetzt. So, hier ist dann das Waschhaus. Links für die Damen, rechts für die Männer. Und an der rechten Seite vor dem Waschhaus ist dann noch die Entsorgungsstation. Bodeneinlass, also Platz genug auch für große Fahrzeuge. Dann haben wir hier für die Chemietoilette. Hier haben wir Trinkwasser an dieser Seite und an der anderen Seite zum Spülen von die Chemietoilette. Da oben Kassette drücken und Wasser kommt.
gehen wir mal ins Waschhaus hinein. Und da gibt es noch eine schöne kleine Besonderheit. Also wie gesagt, links ist für die Damen. Und die schöne Besonderheit ist, hier kann man den Abwasch machen. Und wenn ihr denkt, was ist da jetzt für Zeug am Laufen? Das ist unseres. Münzen kriegt man vorne. Und die sind beim Platzaufenthalt dabei. Dann haben wir hier für die Damen. Ich filme mal kurz rein, weil da ist Karate keiner. Und dann haben wir hier noch Waschmaschine. Ich mach mal Licht an. Waschmaschine und Trockner. Und dafür kriegt man Münzen vorne an der Rezeption. Und die kosten 6,50 Euro pro Vorgang. Licht wieder aus. Und dann gehen wir bei den Herren mal gucken. Hier sind noch ein paar Außenduschen. Und hier sind dann die Männer-Toiletten. Hier die Duschen, Waschbecken, Spiegel, schöne große Dusche und ihr seht, sehr, sehr, sehr schön gefliest. Steht sogar noch ein Hocker. Dann noch ein paar Waschbecken. Und wenn wir dann im Duschhaus rausgehen, seht ihr links die Plätze, Premiumplätze. Die sind vorne auch. Und an der anderen Seite rückwärts haben wir eine Treppe, die geht zur Tür und mit diesen Karten kommt ihr da raus und auch hier zur Benutzung von Toilettenhaus. Ich hoffe, unser Rundgang hier auf dem Platz hat euch gefallen. Wir machen gleich noch ein bisschen mit Fotos weiter, die wir hier mit Bildern, die wir hier gemacht haben, von unserer Tour hier in der Gegend, der Leuchtturm natürlich dabei. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ihr könnt nachher, wenn ihr den Rest geguckt habt, natürlich auch ein Abo hinterlassen. Däumchen hoch, das wäre sehr nett. Und das war unsere Platzvorstellung von Campsite Lighthouse.